Hallo, wir sind Lynn und Lina. Unsere Mission? Wir sind als Reporterin für die Umwelt unterwegs. Ja, guck mal, was ist oder das Wochenende nachgefällt. Ich bin im Karl-von-Nesiotzky-Gymnasium bei der Redaktionssitzung der Moronen und es geht um eine Ausgabe zum Thema Umwelt. Jeder für sich hat erstmal überlegt, was es so zu schreiben gibt zu diesem Thema und das Ergebnis davon ist das, alles zusammengetragen, was realisierbar ist und was geschrieben wird. Das Projekt Junge Reporter für die Umwelt wird von Jörg Welke betreut. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim UFU, dem unabhängigen Institut für Umweltfragen. Junge Reporter für die Umwelt ist ein Projekt, das Schüler dazu bringen soll, mehr über gute Projekte an Schulen im Bereich Umwelt zu berichten, einerseits, und andererseits natürlich über umweltschädliches, klimaschädliches Verhalten an Schulen aufzuklären und davon Kenntnis bekommen, was gutes Umweltverhalten ist und was klimaschädliches Verhalten ist. Wenn es um Klima, Energie und Schule geht, dann sollte man auch über 50-50 sprechen. Florian Kliche kann erklären, was es damit auf sich hat. Und was ist 50-50? 50-50 ist ein super Projekt, um Schulen dazu zu bewegen, Energie zu sparen. Den Namen hat es daher, dass die Schule die Hälfte des eingesparten Geldes als Belohnung bekommt. Und wie wird das genau durchgeführt? Ja, zunächst mal so, dass wir an die Schulen gehen und uns ein Bild vor Ort machen, wie die Schule aussieht, wie es aktuell, ob es da vielleicht schon ein Projekt gibt, ob da sich richtig verhalten wird. Dann, dass wir eine Gruppe zusammenstellen, also aus einem Lehrer, Hausmeister und Schülern, die daran interessiert sind, mit denen gemeinsam das Gebäude erkunden und dann das Projekt durchführen. An der Bettina von Arnim Oberschule in Berlin gucken wir uns 50-50 mal genauer an. Bei der Arbeit mit den Schülerinnen treffen wir Marlies Bock. Das haben wir heute minus 2-3 Grad. Und wenn jetzt hier Fenster auf Kipp sind, dann heißt es eigentlich, die Räume sind überhitzt, jedenfalls außerhalb der Pausen. Marlies klärt uns erstmal grundsätzlich auf. Es geht um fossile und erneuerbare Energien und wie wichtig es ist, Energie und damit auch Geld zu sparen. Danach machen wir uns auf den Weg durch die Schule. Wir messen die Temperatur und die Helligkeit in den einzelnen Räumen und schauen auch, was wir sonst noch so entdecken. Hier bei der Heizung ist mir aufgefallen, dass da der Thermostat fehlt und das ist schlecht, das muss unbedingt repariert werden. Hier am Fenster merke ich, es ist undicht und wenn lüften, dann die Heizung runterdrehen und Stoßlüften, das heißt für 5 Minuten und das Fenster nicht ankippen. Wir befinden uns im Computerraum der Schule und Herr Lüder hat ein paar Ergebnisdiagramme für uns rausgekramt. Das Ergebnis macht deutlich, dass es eben Räume gibt, in denen es zu warm ist und auch einige Bereiche gibt, in denen es zu kalt ist. Das sind meist die Flurbereiche, die Treppenhäuser, die sehr kalt sind. Und einige wenige befinden sich dann eben genau im Soll. Ja, und wenn man dann die Räume kontrolliert, in denen es zu warm ist, dann stellt man meist fest, dass es also um hochgedrehte Heizkörper geht, um fehlende Thermostate und dergleichen mehr. Wie ist das bei so einem Energiesparprojekt? Ja, wenn man in so einer Schule auf interessierte Schüler und Lehrer und vor allem auch einen interessierten Hausmeister trifft, dann kann man bei so einem Energiesparprojekt in der Heizperiode, also zwischen Oktober und April, schon mal gut und gerne 10% Energieeinsparung erzielen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und weil Energiesparen alle etwas angeht, haben wir auch außerhalb der Schule Leute nach ihrer Meinung gefragt. Zum Beispiel die Schauspielerin Renan Demirkan. Warum denken Sie, ist Energiesparen wichtig? Gucken wir uns zusammen diese Lampe an. Gucken wir uns zusammen den Fernseher an, das Telefon, meinen Laptop hinten. Das braucht alles Strom, nicht wahr? Ja. Und da wir nicht auf dem Fahrrad treten und irgendwelche Dynamos ständig in Gang halten können, kriegen wir das von irgendwoher. Wir vergessen aber, woher das kommt. Und das irgendwo heißt Atomkraftwerke derzeit. Nehmt diesen Stromverbrauch ernst. Weil es geht um die nächsten Generationen. Umweltreporter wie uns gibt es aber nicht nur in Deutschland. In der Slowakei unterstützt der Verein Spirale Schüler, die als Nachwuchsjournalisten über Umweltthemen berichten.
Heute sind Mitarbeiterinnen von Spirale zu Besuch in Berlin. Susanna Limowa erklärt uns, wie sie mit ihren jungen Reportern zusammenarbeitet. We are trying to inspire them and to support them, but all what they do is their choice. They should find their own the solutions of some environmental problem in their region, and they can choose the way how they want to present their knowledge to the public. Und wohin gehen wir jetzt? Wir sind hier vor der Senatsverwaltung für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und interviewen Frau Lomscher. Was versprechen Sie sich von 50/50? 50/50 ist ja ein Energiesparprogramm, wo sozusagen alle was von haben. Also man soll die Hälfte der Einsparung für andere Zwecke nutzen können. Und ich glaube, dadurch entsteht eine besondere Motivation, das dann auch wirklich ernst zu nehmen. Warum wurde 50/50 denn schon vom Senat beschlossen bzw. für gut befunden, aber wird immer noch nicht berlinweit durchgeführt? Wo sind da die Hemmschwellen? Also Berlin ist ja eine sehr komplexe Stadt. Die Schulangelegenheiten sind kompliziert organisiert. Und in der Politik gibt es eine große Einigkeit darüber, dass die Schulen vieles selber bestimmen können sollen. Und deshalb ist es also notwendig, wenn man eine Sache, die man gut findet, in möglichst allen Schulen verankern will, dann muss man davon die Schulen überzeugen. Man muss davon die Bezirke überzeugen, weil die nämlich für die Schulgebäude zuständig sind. Und man kann also nicht einfach einen Beschluss fassen im Senat, wir finden das gut und dann ist das so, sondern man muss dann mit diesem Ziel sozusagen die anderen überzeugen und nach dafür sorgen, dass es durchgesetzt wird. Den größten Nutzen in dem Energiesparprojekt sehen wir darin, dass die Schüler das nicht nur in der Schule machen, in der sie das Bewusstsein sicherlich dafür bekommen, sondern dass sie es das mit nach Hause tragen und da ganz aktiv werden, ihre Eltern mit einbinden, ihr ganzes privates Umfeld mit einbinden und da auch sehr erfolgreich Energie sparen und bewusst damit umgehen. Und darin sehen wir einen großen Erfolg jedes Mal in dem Projekt. Zurück bei der Moron wollen wir nun den anderen Redakteuren von unserer Recherche erzählen. Die Idee, ein eigenes Heft zum Thema Umwelt zu machen, finden eigentlich alle ziemlich gut. Ich interessiere mich also auch ziemlich für dieses Thema jetzt seit letzter Zeit. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es auch vielleicht mehrere Leute motiviert, umweltbewusster zu denken. Das ist auf jeden Fall eine Idee, die viel hergibt und es ist ein sehr aktuelles Thema. Und ich denke, dass es bei unserer Schule auch schon so ist, dass es da die Schüler interessiert. Wie sich das Umweltheft von den bisherigen Ausgaben unserer Zeitung unterscheiden wird, ist auch ziemlich schnell klar. Also anders könnte erstmal sein das Coverfoto wirklich, weil da immer richtig gleich auf das Thema zugegriffen wird normalerweise. Und anders könnten natürlich die Themen mal ganz anders sein und auch die Produktion haben wir vorhin schon überlegt, dass wir wirklich anders produzieren lassen, die Druckerei, das Material. Also die Redaktion hier ist unglaublich professionell, die haben sofort gestartet, Brainstorming gemacht, eine Mindmap angelegt, Themen zusammengetragen, diskutieren extrem konstruktiv miteinander und man merkt, dass die das schon lange machen und sehr viel Erfahrung haben offensichtlich. Und ich war sehr beeindruckt davon. Beispielsweise das Thema Artensterben, aber eben nicht allgemein, sondern in Berlin und Brandenburg. Was hat das mit uns zu tun? Dann, was hat unser Verhalten damit zu tun, dass Arten aussterben in unserer Region? Sehr spannend, dass das eben nicht auf so einer globalen Ebene diskutiert wird, sondern sehr lokal und mit Bezug zu sich selbst. Also, wie es aussieht, wird das diesmal ein richtig gutes Heft. Nicht nur mit Texten zu Umweltthemen, sondern auch nachhaltig in der Produktion. Wir werden uns jetzt dran setzen und unsere Artikel schreiben. Und wenn ihr auch ein Umweltreporter-Projekt machen wollt, dann informiert euch einfach unter ufo.de junge Reporter. Also, macht mit! Das war's von Lynn und Lina. Macht's gut!